Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer Pickup-Folge. Und zwar war ich auf der RetroCon in Wissen. Ich bin jetzt gerade wirklich erst seit ein, zwei Stunden zu Hause und ich wollte euch dieses Video jetzt für heute schnell noch drehen. Ich habe heute oder dieses Mal etwas mehr Aufwand betrieben. Ich habe auch einige Filmaufnahmen von der Veranstaltung an sich gemacht. Die werdet ihr gleich sehen. Und dann natürlich kommen wir zu den Pickups. Es war wirklich ein fantastischer Tag, aber in die Details gehe ich denn gleich auf jeden Fall. Ich habe ein neues Objektiv auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt die Perspektive. Werde ich mal so ein bisschen zur Abwechslung machen. Ich habe beim Fine Day zugeschlagen. Das habe ich dann halt auch noch bei der RetroCon auf jeden Fall schön benutzt. Ich finde die Perspektive schön. Ihr seht mal ein bisschen mehr von mir, ne? Aber wie gesagt, jetzt kommen erstmal die ganzen Eindrücke von der Veranstaltung. Viel Spaß! Over the top! Dreh den Hut um! Oh, 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 oh. Das schwankt hin und her. Die Nachfolgesendungen verschieben sich schon circa 2 Stunden. Ui! Zweite Frage, oder? Achtung, seid ihr bereit? Hände an die Wasser. Viel weiter. Hey. Ich glaube, das ist richtig. Der Bernhard hat zumindest signalisiert. Ne? Damit steht es 1-1. Genau. Ich bin lang und dünn. Also, das bin ich schon nicht. Ne? Jeder Spieler wartet sehnsüchtig auf mich. Oh. Fanmichi. Tetris. Der lange Block aus Tetris. Tetris.
Okay, damit steht es 2 zu 1. So, jetzt könnte schon die Entscheidung fallen. Bist du bereit, Bernhard? Okay. Das ist eine Schätzfrage, ja. Ja. Bernhard, du weißt es, oder? 72 ist völlig richtig. Wow, 2-2. Ihr schenkt euch nichts. Jetzt geht's nochmal. Jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's wieder um Geschwindigkeit. Welches Spiel ist der berühmteste Super Mario Bros. Geworden? Ohne Antworten. Genesis. Okay, wir haben einen Sieger. Gib ihm eine Kopfnuss! Wir warten, was der Preis ist. Eine Retro Games Morgen Wundertüte mit Live-Auspacken auf der Bühne! So, was sagst du dazu? Alles gut aus für dieses Essen, ist das Spiel. Da kann man sich sehr gerettet auf den Fall. Okay, was haben wir noch? Warum ist da kein Flyer drin? Das gibt's doch nicht. Ja, das ist kein Problem. Kriegst du auch. Okay, super. Hallo, ist das Ding hier live? Panda, sind wir live? Wir sind live, liebe Freunde. Retro Joe spielt am Start. Der ein oder andere hat mich vielleicht schon mal gesehen, wie ich mich mit dem guten Panda zusammen gequält habe. Ja, und wie so häufig treffen wir uns hier auf der Retro Gamescon in Wissen. Wir haben alle Fett eingekauft. Der Panda wird sicher gleich zeigen, was er alles ergattert hat. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Retro Panda quält sich zusammen.
Wer bis dahin ein bisschen was Gameplay-mäßiges sehen will, Super Nintendo, Switch, Mega Drive und so weiter, ist gerne eingeladen, sich auf meinem Kanal einzufinden. Retro Joe spielt, in den Kommentaren natürlich, oder der Panda blendet es einfach ein. Du hast doch die Editing-Skills dazu. Ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich den Panda sehe. Ist ein super netter Kerl. Hat viel mehr Abos verdient, als er jetzt schon hat. Die 1000 sind nicht mehr fern. Also jeder, der hier zuguckt, macht den scheiß Abo-Button. Das S-Wort kann der Panda noch ausblieten. Ich laber mich hier um Kopf und Kragen. Ich gebe mal das Mikro weiter an den Nächsten. Bis dann. Ja, seid gegrüßt, Videospielfreunde. Der Mitron hier am Start. Zu Gast beim Retro Gaming Panel, mittlerweile nicht nur ein geschätzter YouTube-Kollege, sondern ein echter Freund für mich. Wir sind hier auf der Retro-Börse in Wessen. Was soll ich dazu sagen? Eine richtig geile Börse, eine fantastische Location. Ich bin total überrascht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich die coolste Location, auf der ich jemals war. Top belüftet, wenige Händler da, sage ich mal, aber die, die da sind, haben gutes Zeug mit dabei, sodass man auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei haben kann. Ja, ansonsten hoffe ich, dass auch ihr hier vor Ort gewesen seid oder beim Retro Gaming Panda einen tollen Einblick bekommen habt und beim nächsten Mal mit am Start seid. Ich wünsche euch alles Gute, euer Chris. Ja, hi, ich bin der Sarobo84, hallo Panda. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ihm noch ein paar Eindrücke hier von der Börse zu kredenzen und ich würde sagen, es war toll. Ja, super Leute, super Börse, super Klima und ja, super Hut, ich bin raus. Tschüss. So, ich hoffe, euch haben die Eindrücke von der Veranstaltung gut gefallen. Ich bin ja noch so ein bisschen neu in dem Drehen von solchen Locations und so weiter. Ich muss so ein bisschen dazu lernen, aber ihr habt es ja schön gesehen. Ja, ein paar andere Kollegen haben natürlich auch ihre Stimmen dazu gegeben. Wie immer, ich muss es nicht zusätzlich erwähnen, ich habe alle, die ich dort getroffen habe. Ich hoffe zumindest alle. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wenn doch, dann verzeih mir bitte, habe ich euch unten verlinkt und ich sage euch natürlich, das sind alles wirklich so, so enorm liebe Menschen. Besucht die bitte und lasst ein Abo da. Die machen auch schön, schönen Content. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich alle schon kennen, aber tut mir den Gefallen bitte. Es lohnt sich, es sind wirklich super liebe Menschen und das ist wirklich schon fast das Beste, muss ich sagen, was ich bei YouTube irgendwie erlebt habe, dass ich solche fantastischen Menschen die Gelegenheit habe, dass ich solche fantastischen Menschen einfach kennenlernen kann. Es macht einfach sau viel Spaß mit denen, aber genug mit Gefühlsgedudel, würde ich sagen. Ich muss so ein bisschen vorwegschieben, so ein bisschen ganz viel Gelaber, wie sonst wird es heute nicht geben. Ich bin echt fertig. Ich bin seit irgendwie 8 auf dem Bein zu der Börse hingefahren, 1,5 Stunden, dann gedreht und viel Spaß gehabt und gelabert. Okay, ich weiß, das ist schlimm, ne? Der Panda hat Spaß gehabt. Sowas aber auch. Nee. Aber ich war wieder zurück und jetzt auch schnell das Video drehen. Ich habe gerade noch die Spielszenen aufgenommen von den Spielen, die ich gekauft habe. Ja. Oh, das muss ich kurz rülpsen. Entschuldigung, bitte. Ich hätte mir nicht den Energy Drink noch reinkloppen sollen. Auf jeden Fall. Ja, noch schnell die Spielszenen aufgenommen und jetzt noch kurz das Video drehen. Deswegen hoffe ich. Das ist so typisch, ich fällt mir gerade auf, ne? Dass ich will sagen, ich laber nicht so viel und das tue ich, indem ich viel laber. Herrlich, aber ihr versteht mich, wenn ich das nicht so groß ausführe. Auf jeden Fall habe ich erstmal 3 Neuzugänge, die ich schon vor der Börse gekauft habe. Und zwar mein erstes Famicom-Spiel. Ich halte das hier mal so schön jetzt rein. Das geht ja jetzt super mit dem Objektiv, muss ich sagen, weil das jetzt ein bisschen näher dran ist. Finde ich herrlich. Schöner Zustand, würde ich mal sagen. Und zwar Shufflepuck Café. Ich bin absolut kein Famicom-Sammler. Also, wieso hat der Panda sich dieses Spiel geholt? Ja, das habe ich schon länger im Auge gehabt. Das taucht auch gar nicht so oft auf, muss ich irgendwie sagen. Man kann es ja zwar direkt in Japan bestellen, aber ich bin immer so ein bisschen Schisser, was so Zoll und sowas angeht. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, das Spiel war nämlich das erste DOS-PC-Spiel, was ich damals auf den 386er in unserem Familienhause gespielt habe. So, und das wollte ich unbedingt haben und das so in Modulform zu haben, ist natürlich sehr praktisch. Ne? Man muss das nicht irgendwie von Disketten aus installieren oder sowas und man hat es halt einfach in der Hand. Genau deswegen ist das Ding. Ich habe auch schon einen Test dazu abgedreht, ein Video. Das müsste wahrscheinlich so in 1-2 Wochen kommen. Ich produziere ja immer so weit voraus. Ja. Schönes Spiel auf jeden Fall. Das ist so im Prinzip, ihr kennt doch diese, ich weiß gar nicht, ob die so heißen, diese Shuffleboards, die man meistens so in Spielhallen bei den Billardtischen sieht oder sowas. Habt ihr so einen Schläger in der Hand und dann so ein Puck und dann schießt man den so sich hin und her und man muss den dann ins gegnerische Tor bringen. Ihr wisst schon, was ich meine. Keine Ahnung, wie das genau heißt. So,
Dann habe ich mir ein Switch-Spiel geholt und zwar, boah, das ist voll praktisch mit dem neuen Motiv, sehe ich gerade. So, Tiny Barbarian. Ja, das kriegt ihr physisch leider nicht in Europa. Das habe ich mich mit, einem zusammengetan. Und wir haben das in Amerika bei Amazon bestellt. War auch relativ günstig. Ihr seht es ja am Trailer. Ich finde den Stil einfach klasse. So ein schöner Pixel-Stil. Ne? Das Spiel sagt dazu natürlich nichts. Und so ein kleiner Barbar, so Conan der Barbar-mäßig, der da irgendwie so sich durch die Level schnetzelt, finde ich schon Töfte. Sag mal noch Töfte? Keine Ahnung. Wie gesagt, ist noch eingeschweißt. Das kam erst diese Woche, boah, irgendwann jetzt an. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, reinzuspielen. Deswegen kann ich jetzt leider nichts großartig zu dem Spiel sagen. Aber es wird auf keinen Fall auf dem Pile of Shame landen. Hoffe ich. Ich nehme es mir immer fest vor. Aber zur Not habe ich ja mal ein neues Format, wo ich sowas anspielen kann. Und dann ist noch was ganz frisch gestern eingetroffen. Also habe ich da jetzt eine doppelte gute Ausrede, warum ich das noch nicht ausgepackt habe. Und zwar, ich habe endlich ist es da. Ich habe super lange drauf gewartet. Und zwar R-Type Dimension X, die physische Version von Strictly Limited. Und zwar die Collector's Edition. Das ist nicht die normale. Das ist die Collector's Edition. Wie man sieht, ist die noch einfoliert. Habe ich nur leider keine Zeit gehabt, das Ganze aufzumachen. Ich habe das gestern erhalten. Also Strictly Limited, ne? Das ist ja sowas wie Limited One, nur dass es eine deutsche Firma ist. Deswegen ist es ja grundsätzlich unterstützbar, sage ich mal. Das Problem ist, so die schnellsten mit dem Versand sind die, glaube ich, echt nicht. Also ich habe da jetzt wirklich gewartet. Die haben die normalen Versionen vor der Collector's Edition rausgeschickt. Ist ja schön und gut, aber die haben so einen schönen Status auf der Webseite, wo man nachgucken kann, was wird gerade irgendwie produziert oder versendet. Und da stand, ja, das wird so Mitte Juni verschickt. Ich habe gewartet, oder Ende Juni, muss ich fairerweise sagen. Es kam nie eine Nachricht und dann plötzlich war ich, ich lasse mir mal alles auf die Arbeit schicken, weil da bin ich wenigstens, kam Paket an, Software Distributions an mich, hä? Das hast du gekauft, ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt. Na, da ist es endlich. Ich glaube, ich habe das im Februar oder sowas vorbestellt. Da war ein riesen Hype da, auch die ganzen Amerikaner und sowas. Dann bin ich extra um 12 Uhr nachts, wurden die Dinger, glaube ich, freigeschaltet. Bin ich extra so lange aufgeblieben und habe das dann bestellt. Ja, halb, was es überhaupt ist, wer es nicht weiß. Ach, ja, ich wollte ja nicht so viel haben, ne? Naja. Auf jeden Fall, das ist im Prinzip ein Remake der alten R-Type-Teile, so ein bisschen mit neuer Grafik, aber man kann dann auch die alte Grafik spielen. Ja, R-Type, im Prinzip schöne Shoot'em-Up-Serie, muss ich glaube ich nicht groß was zu sagen, oder? Auf jeden Fall, die habe ich jetzt vor der Börse geholt und jetzt kommen so die Börsensachen, wobei ich sagen muss, für meine Verhältnisse sind es überraschend wenig Spiele, wenn ich hier so auf den Haufen sehe. Eines meiner Highlights zeige ich euch aber gleich. Und das habe ich zwar nicht gekauft, ich habe auch einige Sachen kostenlos bekommen, fällt mir gerade ein. Und zwar, guckt euch das mal an. Herrlich, oder? Ein Panda-Mushroom. Und zwar hat mir das die gute Maren vom Kanal Maren kann nix gebastelt. Ich halte es nochmal in die Kamera. Ich finde es so herrlich. Ich muss mal gucken, wo ich das... Na, fokussiere das. Ich muss mal gucken, wo das hier bei mir einen Ehrenplatz findet auf jeden Fall. Aber es findet auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Das auf jeden Fall. Ich muss mal wirklich gucken. Mir fällt gerade ein, Joe, du wolltest sehen, wo ich das Fortress of 4 habe. Ich glaube, das ist gerade so nicht im Bildschirm. Wenn du das siehst, es ist im Regal. Wir hatten gesprochen, aber ich schweife ab. So. Na, nicht, dass es umfällt. Profi am Werk, würde ich sagen. So, Profi am Werk. Oder mal gucken, vielleicht habe ich das rausgeschnitten, aber im Zweifel habe ich das eh vergessen. So, Gelaber. Das ist auf jeden Fall super, super lieb von dir, liebe Maren. Da freue ich mich sehr drüber. Und mal gucken, wo ich das, also, da finde ich bestimmt irgendwo ein schönes Plätzchen dafür auf jeden Fall. So, und dann kommen wir noch zu einer weiteren Sache. Ich habe hier so ein bisschen alles gestapelt, das war nicht so ganz Dings. Und zwar, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ihn hier, von He-Man. Cyclone, kann das sein? Der hat hier so als Sonderfähigkeit, dass er hier so, man kann ja so hinten drehen. Und dann theoretisch dreht er sich so mit Arm ausgestreckt. Ich sammle ja eigentlich so He-Man-Figuren gar nicht, aber wie ihr alle
hatte ich He-Man natürlich auch. Ich hatte jetzt nicht so die große Supersammlung, ehrlich gesagt. Aber irgendwie hat sich der hier mit seinem schönen blau-gelben Farbschema irgendwie in meinen Kopf gebrannt. Und als ich ihn auf dem Tisch gesehen habe, dachte ich mir, jo, ich habe jetzt 13 Euro bezahlt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das ein fairer Preis ist. Zustand ist okay, aber nicht neu. Ich kenne mich mit den Figuren ehrlich gesagt so überhaupt nicht aus. Keine Ahnung, aber das war es mir wert, so als Gag. Der kommt hier schön ins Regal rein. Mal gucken, ob er stehen bleibt. Natürlich nicht. So. Hat er seinen Platz gefunden, ob es endgültig ist, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall was Schönes. So, und wenn wir gerade beim Thema He-Man sind, ich zeige es euch in die Kamera. Und zwar habe ich mir eine Figur geholt. Und zwar, die muss ich euch in die Kamera zeigen. Und zwar, das war mein letzter Kauf. Ich habe wirklich Geld ausgegeben. Ich wurde bei einer Sache schwach, die zeige ich euch gleich. Und dann bin ich zu dem Händler gegangen. Hier steht 13,50 Euro drauf. Ich habe mein Portemonnaie geguckt. Ich habe nur noch 11 Euro. Kannst du mir das trotzdem geben? Es war zum Glück die letzte Stunde, deswegen war der Händler, glaube ich, froh, dass das losgeworden ist. Und zwar ist das He-Man. Guck mal. Ich weiß ja auch, was ich gut sehen kann. Ja, so. Dieser Gesichtsausdruck. Ich weiß nicht. Ich kann mich drin super ankürzen. Guckt euch diesen He-Man an. Also und unter uns, die wir da waren, unter den YouTubern, manche konnten so gar nichts damit anfangen. Mann, was für ein Scheiß ist das denn? Und manche haben sich echt beömmelt, genauso wie ich. Ich finde das einfach klasse, so als ja, so eine Art Popfigur noch von anderen Herstellern irgendwie. Ja, was hat er? Jetzt hat er wieder den Panda da hinten fokussiert. So, mein Gesicht ist das Richtige. Muss ich mal drauf aufpassen. Ich finde es einfach klasse. Und die Figur, und wenn man sieht, da gibt es auch noch mehrere andere Figuren. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal den Skeletor an. Ich weiß nicht, ich finde das so geil. Weil He-Man ist ja eigentlich so diese Muskelfigur und Erz und sowas. Ne? Und hier mit dem Gesichtsausdruck quasi, ich feiere das total ab. Irgendwie, wenn sowas Klassisches, Eingebranntes denn so runtergebrochen wird. Ne? Finde ich herrlich. Aber das war es jetzt, was zu He-Man kam. Und dann muss ich euch noch was zeigen, was ich kostenlos bekommen habe. Und zwar zwei Sachen. Fange ich hier erstmal damit an. Ist natürlich nicht im besten Zustand ever, aber Scribblenauts für den DS. Ja, und zwar war es so, es gab da auf der Con diese schönen Wundertüten. Die konnte man sich für 5 Euro kaufen. Da waren da so allerlei Krams drin. Da war mal eine Tasse drin, ein bisschen Süßigkeiten oder auch mal so ein Spiel. Und ich habt ihr ja auch vorhin gesehen in den Videoaufnahmen, es gab da so eine Art Retro-Quiz, wo sich zwei Leute melden konnten und man hatte so ein 1 gegen 1 Retro-Quiz. Und da habe ich gegen den Retro-Joe gespielt. Auch liebe Grüße an dich, diesmal mal wieder, ne, wie immer. Und ich habe gewonnen. Komischerweise, wir haben Armdrücken gemacht, weil wir einmal unentschieden haben. Das habe ich irgendwie gewonnen. Wobei, ich glaube, der Joe hat mich gewinnen lassen, aber davon abgesehen. Ja, und als für den Gewinner gab es eine Wundertüte und da war das Spiel drin. Die sammle ich zwar nicht, Zustand ist nicht so der beste, aber für umsonst. Meckere ich nicht. Und Scribblenauts ist ein super Spiel, wer es nicht kennt, so ein 2D-Rätsel-Jump'n'Run quasi. Aber so richtig ernsthaft Jump'n'Run ist es nicht, aber ihr könnt eine kreative Lösung machen. Zum Beispiel, wenn ihr dann von Felsen steht und ihr nicht wisst, wie ihr da hochkommt, dann könnt ihr da reinschreiben, zum Beispiel Leiter. Dann erscheint eine Leiter und ihr könnt hoch. Aber es muss nicht unbedingt Leiter sein, ihr könnt die Rätsel ein bisschen kreativer lösen. Ihr könnt dann auch sagen, Trampolin zum Beispiel. Und dann kommt ihr da hoch. Ja, für umsonst. Nehmen wir, ne? Nehmen wir. So, und was ich auch umsonst bekommen habe, ich halte mal so ein bisschen in den Namen zu, weil ich jetzt nicht unbedingt immer so meinen Namen in der richtigen Namen in der breiten Öffentlichkeit machen will. Guckt mal, es gab ein Mario Kart Turnier und da haben wir alle mitgespielt, die wir da waren. Und ich, das ist spiegelverkehrt natürlich, böse Kamera, ich habe den 3. Platz gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Irgendwie sind da so meine alten Erinnerungen so reingekickt bei der Steuerung, weil wir haben das Super Nintendo Mario Kart gespielt und das habe ich ja als Kind gespielt bis zum Erbrechen. Und irgendwie, ja. Wobei, mit dem 3. Platz ist ein bisschen geschummelt. Also im Halbfinale bin ich rausgeflogen und dann war halt das Spiel um den 3. Platz. Ja, und irgendwie war mein Kontrahent da wo schon nicht mehr auf der Börse. Also bin ich jetzt ohne Sieg quasi 3. geworden.
nicht ganz fair, aber wenn der andere nicht da ist, hey, aber dritter Platz. Und mein Preis war da, tada, der Toad. Das passte sogar, weil ich nämlich den Toad immer gefahren bin. Ne? Super Mario Kart auf dem Super Nintendo, wer es weiß, Toad und der Koopa, die sind eigentlich so von der Steuerung her ganz gut. Die haben zwar nicht die beste Top-Geschwindigkeit, aber die sind vom Handling etwas besser. Ja, also ich finde es super, ne? Also der dritte Preis. Der erste Preis, der war das Super Nintendo Mario Kart, das habe ich eh. Und der zweite Preis war ein Pac-Man, irgendein Brettspiel mit Pac-Man-Thema. Also ich bin ganz froh, dass ich Stoff hier bekommen habe eigentlich. So, das waren ein bisschen kostenlose Sachen, ich weiß. Oh. Dann habe ich hier noch ein Switch-Spiel geholt. Und zwar This is the Police für einen Zehner. Original zu, zielt für einen Zehner, habe ich schon länger einen Blick gehabt. Logischerweise, da habe ich jetzt noch nicht reingespielt, habe ich leider keine Zeit gehabt bisher. Das ist so ein bisschen ein Polizeimanagement-Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe mal einen Trailer gesehen, das hat auch einen sehr speziellen, schönen Artstil. Und man muss nachher Polizisten dahin schicken, um Fälle zu lösen und sowas. So ein bisschen Management-Spiel habe ich ja gerne und 10 Euro zielt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das teuerste Spiel, wenn man es jetzt neu kauft. Ich glaube, das wird so irgendwie 20 Euro oder irgendwie sowas gehandelt. Für 10 ab, nimmt man doch mit, oder? Das auf jeden Fall. Und dann vielleicht mein Schnäppchen der Börse. Das habe ich gleich ganz am Anfang gehabt. Und zwar den Gameboy Spieleberater. Ich sehe es gerade, das wird alles so spiegelverkehrt aufgenommen. Lasst euch bitte nicht dran stören. Ja, wunderbar. Und zwar, wie ihr seht, wirklich sehr guter Zustand eigentlich. Das hier ist nichts zerflattert und sowas. Und zwar für 10 Euro. Schnäppchen. Ohne Witz, ich glaube, die Dinger, vor allen Dingen auch in so einem Zustand, das hat man locker 20, 30 sonst, bin ich sehr froh drüber. Ihr wisst, was das bedeutet, da wird jetzt bald eine Blätterfolge mit dem Ding kommen. Diese Spieleberater finde ich ja klasse, wisst ihr natürlich durch meine Videos, herrlich. Und für einen Zehner kannst du nichts sagen, oder? Das auf jeden Fall wunderbar. So, und dann haben wir auch so ein bisschen mein Highlight, das teuerste. Und zwar wollte ich sowas schon immer mal haben. Und ich habe es immer mal wieder überlegt. Und jetzt habe ich das da gesehen und habe die Gelegenheit ergriffen. Und zwar ein Gameboy Classic. Und zwar, ich mache ihn mal an. Ihr werdet sehen, mit Hintergrundbeleuchtung und general überholt, neues Gehäuse, fühlt sich auch super an. Hier die Knöpfe wurden natürlich mit neuen Gummis gemacht, Klappe und so weiter. Ich habe das schnell Batterien reingemacht. Ich habe das auch schon jetzt benutzt. Ich habe jetzt momentan, wie ihr sehen könnt, diese Cartridge drin. Ne? Nicht meinen Kopf fokussieren. So. Die Cartridge drin, womit ich dann quasi den Gameboy als Controller auf dem Computer benutzen kann. Ja, fühlt sich gut in der Hand an, ist alles Gehäuse, ist general überholt und neu. Hatte er verschiedene Versionen davon, aber ich wollte natürlich den klassisch grauen lieber haben. Ich habe mir jetzt endlich mal gegönnt, weil ich bin jetzt so oft vorbeigelaufen. Und diesen klassischen grauen Gameboy, den habe ich ja noch nicht in meiner Sammlung. Ich habe ja nur diesen einen schwarzen Gameboy Pocket. Und mit diesen guten alten klassischen großen, da habe ich ja meine ganze Zeit damals verbracht und so einen wollte ich schon immer haben. Das Problem ist natürlich immer nur, ohne diese Hintergrundbeleuchtung heutzutage, man ist Besseres gewohnt. Damals war es okay, man ist einfach Besseres gewohnt und wenn man diese Hintergrundbeleuchtung heutzutage nicht hat, dann spielt man damit ja eher nicht mit dem Originalding und das finde ich halt schade. Deswegen habe ich mir ihn geholt, war es nicht gerade billig, aber freue ich mich natürlich sehr. Habe ich endlich mal die Gelegenheit ergriffen und mir ans Herz gefasst. Finde ich schön. So, und jetzt kommen wir noch zu ein paar Spielen, die ich mir geholt habe.